Die machen Scammer, nicht wir. Krank, falls du das hörst, du bist ein Scammer, nicht wir. Bring mich jetzt noch ins Krankenhaus und dann reicht mir dieser Tag mit dir heute. Oh nein. Oh nein. Da ist die Stimmung aber gar nicht so gut. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Zock mit mir. Und heute mal wieder eine Reaction. Ja! Ganz genau. Und, was haben wir uns so ausgesucht zum Reaction? Ich sehe gerade, Danja und Khan gründen eine Familie. Danja als Mutter. Ausflug ins Schwimmbad. Ich glaube, das ist einer der ersten Videos von den beiden. Das muss eines der ersten Videos sein, ja. Weil solange ich eigentlich denken kann, ist das immer so gewesen, dass sie in einer Familie waren. Ja, und die Studios sind noch anders. Schau mal, bei Danja ist genau. Das Studio noch anders. Und die wohnen auch nicht in der XXL-Villa, sondern noch in einem kleinen Haus. Oh, das ist sogar das winzige Haus. Genau, das ganz winzige Haus. Das muss wirklich eine andere Zeit gewesen ja, sein. Ja, und Khans Outfit passt gar nicht. Also das ist alt. Stimmt, das ist auch ein anderes Outfit. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine andere Zeit, auf die wir hier gerade reagieren. Und ich glaube, das wird ganz schön lustig, oder? Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach rein. Ganz genau, dann starten wir mal. Also beim letzten Mal hatten wir schon eine Challenge, aber heute wollen wir wirklich mal so Adopt Me spielen, wie man, man kann auch Adopt Me spielen, wie wir es letztens gespielt haben, aber wir wollen jetzt versuchen, wöchentlich zumindest ein, zwei Videos dazu zu machen. Ja, mal gucken, wie es bei euch ankommt. Und heute ist natürlich unsere Mission, eine Familie zu finden. Ich bin hier sehr lonely in meinem Haus, muss ich sagen. Ja, mein Haus sieht auch nicht sehr, sehr gut aus. Aber man merkt schon mal, das ist wirklich der absolute Anfang von Adopt Me. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war wirklich das allererste Video, wo die in Adopt Me unterwegs sind. Oh, okay. Pizza Time! Hallöchen! Du kannst auch gerne in die Pizzeria kommen, dann essen wir was gemeinsam, bevor wir unsere Familie suchen. Ich muss keine Familie suchen. Ich muss mir das überlegen. Ich bin halt ein Kleinkind. Wie sieht's bei dir aus? Also hier bei Adopt Me bin ich jetzt ein Baby. Ich bin erwachsen. Oh, das heißt, du könntest ja meine Mutter werden. Gut, das könntest du so im echten Leben auch, ne, bei deinem Alter. Kleiner Fun Fact, das könnt ihr sie ehrlich. Ja. Deine Oma werden vom Verhalten her. Stimmt, das passt eigentlich noch besser. Oma Danja, ja, das stimmt. Oma Danja ist besser. Vielleicht vom Alter könnte knapp werden, aber vom Lifestyle her auf jeden Fall. Ja. Deine das stimmt. Oma werden. Wo bleibst du denn jetzt? Ich möchte meine. Weißt aber was, wo bist du denn du? Was für Pizzeria? Ja, man merkt auf jeden Fall, das ist der Anfang. Ja. Ja, okay. Ich hab Durst. Schon wieder Hunger? Ich hab doch gerade was gegessen. Ja, du bist ein Kind. Lass dich doch adoptieren. Ich muss erstmal was anderes anziehen. Als Essen, Schlaf. Ja, das Outfit, das kommt mir auch schon mehr bekannt vor. Ja. Und dann eventuell das mal wieder rauslassen. Kaffee oder Tee? Hast du gerade gesehen? Man konnte gerade kurz sehen, dass Khan noch kein Haustier hatte. Ja, das ist schon echt ein ganz komischer Anblick, wenn man in diesem Inventar einfach nichts hat. Aber es ist natürlich klar, am Anfang hat man einfach kein Haustier. Oh, Danja hat erst jetzt die Pizzeria gefunden. Oh. Das hat eine Weile gedauert. Ja. Nach einer neuen Familie. Was für ein Haus hast du denn? Guck mal, hier sind Leute, die haben einen richtigen Palast. Danja redet da würde ich lieber erstmal. Oh, ist das süß. Da einziehen. Falsches Haus. So, ich hab. Guck mal, dein Glück, als Baby hat man sehr viel. Hast du gerade mitbekommen, der hat sein Haus einfach nicht gefunden. Ja, ja. Aber, na gut, muss man auch sagen, wenn man so ewig schon Adopt Me spielt, dann ist das natürlich klar, dass man so ein Haus direkt findet, aber beim ersten Mal passiert sowas einfach. Ja. Hunger, dementsprechend. Oh nein, 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 ich möchte. Ramsay, kümmere dich um die. Die will mich entführen. Einfach aufheben? Ja, ich kann dich aufheben. Da war es dann zu spät, jetzt ist er. Vor allem. Aber die Pizza nimmt er natürlich noch mit, so mäßig wie er ist. Ja. Ist ja lustig. Hallo! Das ist ja witzig, ich kann ich möchte nicht in deine Familie, hallo? Ich bin vor allem mit dieser Pizza in der Hand, so hallo, funktioniert ich möchte das. Nicht in dein... Oh, ey! Wo ist die Polizei? Ich möchte vielleicht nicht in deine Familie. Kannst du dich runterfallen lassen eigentlich? Ja, doch, kann ich anscheinend. Okay. Ich muss jetzt erstmal meine Pizza essen und ich haue vor Danja ab. Meine zukünftige Mutter anscheinend. Oh! Lass mich runter! Das Kind hat Hunger! Also, ich guck mal. Sind noch nicht mal in der Familie zusammen und schon gibt's Streit. Ja. Das war aber auch nicht anders zu erwarten. Und jetzt weiß man es natürlich besser, war auch nicht der einzige Streit, der da noch kommt in der Familie. Ja. Das hast du nicht zu entscheiden in diesem Fall. Naja, aber vielleicht gibt's. Nein, noch nicht! Noch nicht! Ich habe noch nicht gesagt, dass du als Mutter jetzt doch klären können. Ja, ich sehe das früher aus. Ja, stimmt. Das gibt's jetzt auch nicht mehr, oder? Nee, das wusste ich gar nicht. Ganz genau, da gibt's ja jetzt die Therme, aber das gibt's glaube ich nicht mehr. Och Mann, das war cool. Das war echt cool. Schwimmbad. Vielleicht kommt das ja im Sommer wieder. Hoffentlich. Ich bin jetzt bei Brad hier drinne und kaufe mir ein paar Sachen. Brad gibt's noch. Also gibt's auch noch, genau. Oh. Ja, die erkunden jetzt scheinbar erstmal die Stadt. Macht ja auch Sinn, wenn man das erste Mal in Adopt Me City ist. Ich brauche eigentlich... Ich brauche... Mein Tag...
heute jetzt. Sehr reiches Pizza. Direkt erster Tag in Adopt Me City, aber direkt für 300 Bucks eine schöne Pizza kaufen. Also diese Riesenpizza. $300? Ja, komm, kann ich mir leisten. So, ich habe mir jetzt. Sehr reiches Kind. Ich habe mir jetzt so eine Pizza gekauft und mein Tag heute. Ich kann mit dir da zum Schwimmbad, zum Aquapark von Adopt Me. Muss ich bisher sagen, ist nicht so erfolgreich. Ich musste mir meine Sachen selber kaufen und du hast bisher gar nichts gemacht. Guck mal, ich schenke dir das sogar, obwohl ich so viel Geld dafür ausgegeben habe. Oh, ich dachte, der schenkt das jetzt wirklich, aber Dani hat das Handelsboot abgelehnt. Oh. Die hatte wahrscheinlich Angst, dass sie jetzt gescammt wird. Wobei ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte die gar nichts, was man ihr klauen könnte. Ich möchte jetzt immer noch nach da oben. Hallo. Lass mich bitte runter. Schön. So, ich brauche meine Schwimmflügel. Darf ich als erstes oder? Kennst du das nicht? Nee. Hast du das nie gesehen? Nein. Ui. Was war das denn? Eine Rutsche? Das ist eine Rutsche, ganz genau. Aber auf dem Felsen? Ganz genau, ganz oben. Da hast du was verpasst. Oh. Und jetzt bist du weg. Oh Mann. Blöd. Ja, das habe ich doch hier schon. Wir nehmen aber wirklich alles mit in der Lobby. Ich wollte gerade sagen. Jeden Eisladen, jede Pizzeria. Da wären Baby René und ich nicht nur. Wir würden uns das Eis noch teilen. Erst würde ich eine Kugel nehmen, danach du. Natürlich. Nee, ich würde 5 Kugeln nehmen. Ja, ich bin jetzt auch langsam schläfrig. Ich muss. Na dann, komm mit. Ich weiß gar nicht, wo mein Haus ist. Ah, aber scheinbar wurden die da auch schon von Zuschauerinnen und Zuschauern erkannt. Schon beim ersten Mal in der Lobby. Ja, damals waren die schon Fame. Leg doch schon dahin. Los jetzt! Guten Abend, guten so. Gut, ich habe mich ausgeruht. Also es tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob ich gerne in diesem Haus hier wohnen möchte. Oh. Immer nur also, am Meckern. Aber du hast gar keine Möbel, du hast keinen Fernseher, du hast gar nichts. Du hast eine Toilette und eine Dusche. So, was hättest du? Das muss man aber echt sagen, so ein Tiny House ohne Fernseher. Ja. Da, das ist unmöglich, da als Baby drin zu wohnen. Mhm. Was hast du denn gerne für Tapete in deinem Zimmer? Ich möchte gerne eine babyblaue Tapete, bitte. Nein, nicht eine Farbe. Ich will nur eine Farbe. Ich will dieses Baby. Normalerweise kriegt man einfach irgendeinen Namen. Wir machen. Warten einfach. Warum hat... Ah, da wird scheinbar schon so ein kleines Umstyling gemacht. Mal schauen, ob die gleich so aussieht wie heute. Wo kommt die Biene her? Stimmt, die Biene. Schreiben, welchen Familiennamen sollen wir haben? Dann werden wir das in der nächsten Folge machen. Weißt du was, ich gehe jetzt zur Poolparty, ist mir egal. Du kannst auch einfach mal ein gutes Kind sein und mal irgendwo warten einfach. Okay, warum habe ich jetzt eine Biene? Plötzlich hat er eine Biene. Ey, der hat dich geschenkt bekommen. Wahrscheinlich hat er ein Ei gekauft oder so. Nee, er hat die geschenkt bekommen, das ist auch eine Zuschauerin. Ah, das kann auch gut sein. Biene auf einmal. Hat mir die jemand geschenkt? Also ich muss aber sagen, der Ausflug hier zum Schwimmbad, der ist dir nicht so gelungen, ne? Ja, also. ich bin ja auch erst noch lernende Mutter. Wuhu! Viel Spaß. Ja, toll. Okay, meine Poolparty ist fertig. Kind, wo bist du? Kann ich nicht zu dir telefonieren? Da sah der Mama dann ja noch ganz anders aus. Ja. Wo sind die blauen Haare, frage ich mich ja. Da. Rotieren? Ja, kann ich. Oh nein, das heißt, du kannst mich ja... Oh, das finde ich ja gar nicht gut. Leute, kann man da irgendwas für tun? Also, dass die Eltern nicht wissen, wo man ist? Ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass sie weiß, wo ich bin. Wo bist du denn jetzt? Ich habe mir was zu trinken. Ich hole mir was zu trinken. Und weißt du was? Nein, lass es! Nein, Mama! Wenn ich das so sehe, dann bin ich schon froh, dass wir beide keine Mama oder keinen Papa haben. Ja. Man lebt da schon etwas entspannter, oder? Ja, das stimmt. Nie so ein Elternteil, was einen verfolgt durch die Stadt. Das ist schon, glaube ich, ein etwas angenehmeres Leben. Was ich habe jede Menge Haustiere. Ich bin froh über meine Haustiere. Navin, Max, Lukas, Susi. Also ich bin schon froh darüber. Die reichen mir. Ja. Kannst du mich jetzt mal runterlassen? Geh nach Hause. Genau das meine ich. Ja, warte mal. Ich soll nicht füttern, steht hier. Ich habe aber gerade schon gegessen. Ja. Wie sie gesehen hat, wahrscheinlich hat sie da gesehen. Ja. Ja. Das war tatsächlich ein Video. Ja. Um Gottes Willen. Gut, ich du bleib jetzt hier. Du schleppst mir da auf dem Haus. Ein paar Sachen kaufst, dass du mein Zimmer Moment, schön einrichtest. Ich mach heute gar nichts. Das ist der erste Tag als Biber. Schleppst mir da auf dem Haustiere in die Hütte. Damals hatte die schon einen Biber. Ja, die haben die geschenkt bekommen. Das heißt, von Anfang an haben die alle Haustiere schon gefehlt. Ja, das heißt, die waren Scammer, nicht wir. Karl, falls du das hörst, du bist ein Scammer, nicht wir. So ist es nämlich. Ja, dann sagen die zu uns, wir sind Scammer. Das war's. Die sagen eigentlich nur, du bist Scammer. Nein, Spaß, wir sind beide Scammer. Oh, Mann! Für mich, ich mach heute gar nichts. Also der erste Tag als Familie weiß ich nicht. Hätte ich mir anders vorgestellt. Das ist schwierig. Was hast du dir denn vorgestellt? Ich weiß nicht. Baby Kahn ist scheinbar nicht so begeistert von der Familie. Nee. Aber dafür hat er es doch ziemlich lange mit dir ausgehalten. Also eigentlich bis heute, die sind ja immer noch in einer Familie. Ja.
haben die sich scheinbar schon ganz gut vertragen. Ich glaube, wir sollten das hier heute beenden. Was ist denn mit dir? Muss ich dich jetzt... Oh Gott. Bring mich jetzt noch ins Krankenhaus und dann reicht mir dieser Tag mit dir heute auch. Oh nein. Da ist die Stimmung aber gar nicht so gut. Och, der erste Tag als Familie. Oh nein. Du musst geradeaus. Siehst du dieses... Über die Brücke musst du. Ja. In dieses weiß-blaue Gebäude. Kannst du auch sagen. Guck mal, ich stinke schon. Ich hab Marshmallow in der... Aber gut, das ist ja eigentlich sonst auch so. Das ist kein großer Unterschied. Hand, also. Eine absolute Katastrophe hier, der erste Tag bei Adopt Me als Familie Danja. Ich geh jetzt nicht auf der Hart. Los, kümmere dich um mich. Ich bin doch dabei. Ich schlepp dich hier gerade durch die Gegend. Ja, heile bitte meine... Schön. Auch beim ersten Tag hier mit uns als Familie, ich weiß nicht, der Ausflug war nicht so der Erfolg. Mit dem Essen klappt das auch noch nicht so. Wenn die Dame gewusst hätte, wie viel Zeit die danach noch miteinander verbringen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das Video sehr, sehr unterhaltsam. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gerade natürlich, wenn man so im Nachhinein natürlich schon weiß, was sie noch alles so zusammen gemacht haben, dann ist das erst recht lustig zu sehen, wie das alles begonnen hat, oder? Es ist lustig auch zu sehen, dass die damals auch so relativ anfänglich in Adopt Me waren und jetzt ist ja keiner ein Profi oder dann ja auch, weißt du? Die sind ja teilweise jetzt gefühlt, die wissen ja alles. Ja klar, genau. Das ist ja logisch, wenn man den ganzen Tag das Spiel spielt, dann kennt man das dann natürlich auch ziemlich gut. Ne? Ja, deswegen war das schon lustig zu sehen. Und ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr es genauso lustig fandet. Und falls ja, lasst natürlich gerne ein Like da und schreibt auch gerne in die Kommentare, auf was wir sonst noch so reagieren sollen. Wir sind da, glaube ich, wirklich dankbar für jeden Vorschlag, oder? Ja, ganz genau. Ganz genau. Abonniert auch gerne den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video von uns oder bei einer Reaction wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.